Schön gefrorener Schnee. Ich habe dabei was zum Kochen. Und dann, da die sagen, gehen wir es gemeinsam an. Thank you.
Speck mit Zwiebeln und Knoblauch, das alleine ist schon geil. Aber jetzt kommen dann gleich die Bohnen, noch ein paar Gewürze und dann, boah. Jetzt wollte ich noch mal kurz was zu Titan-Kochzeug sagen. Ihr seht ja, ich koche heute in meinem Titan-Topf und das ist gut, weil der sehr leicht ist, aber man muss höllisch aufpassen, dass das Zeug nicht anbrennt. Das Titan-Zeug wird wahnsinnig schnell heiß, lässt die Hitze sehr schnell durch. Aber genauso schnell ist die Hitze auch wieder weg. Und wenn das Gargut oder die Sachen zu lange da auf der Flamme sind, ohne dass man mal umrührt, euch brennt das Zeug an. Also das geht ratzfatz. Und gerade wenn man hier so, ja, ich nenne es jetzt mal wie so eine Art Eintopf macht, wenn man jetzt hier wie so eine Art Eintopf macht, unten drunter, das ist heiß, oben ist es kalt. Das kann sein, dass euch unten am Boden alles schwarz ist. Also nachdem ich Speck drin habe, brauche ich kein Salz, aber ein paar Kräuter mag ich rein. Und Pfeffer. Pfeffer muss auch rein. Jetzt muss ich mal langsam auf den Löffel umsteigen, weil jetzt ist es soweit. Das Feuer halte ich nebenbei am Laufen, damit ich mir nachher noch einen Tee machen kann. Und schon haben wir heiße Bohnen im kalten Winterwald. Sehr geil. Schön mit Speck. Paprika, Zwiebeln, Knoblauch. Einfach ein Traum. So, jetzt ist wieder an der Zeit zu gehen, Zammer zu packen. Ich habe noch Essen übrig. Das werde ich mitnehmen, habe aber keine Tupperware oder sonst irgendwas dabei. Also kein Aufbewahrungsgefäß, außer meinen Topf. Und da habe ich mir jetzt gerade gedacht, ich packe den Deckel drauf und schnüre das mit Paracord zu. Vielleicht hält es ja, solange ich jetzt nicht den Rucksack irgendwie durch die Gegend schleuder oder sonst irgendeinen Blödsinn mache. Ich werde das jetzt mal testen. Schauen wir mal. So, hoffen wir, dass das als Transportgefäß hält. Aber ich bin guter Dinge. Schauen wir mal. Aber die Idee finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht. So Leute, das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Servus.